Meine letzte Frage, Herr Hinze, geht an Sie. Einfach noch mal ganz kurz. Also es gibt ja, Sie haben das auch vorhin so ein bisschen angedeutet und geschildert, jetzt auch einen großen Aufruhr. Es gibt auch eine große Empörung. Es gibt sehr viele Kollegen, die das aufgegriffen haben. Es läuft durch Sie in der Tagesschau, es läuft überall. Es gibt eigentlich ein Grundrauschen und eine Sensibilität für das Thema. Was ist die Perspektive dafür? Was ist die, sozusagen die politische Einordnung dazu auch? Also jetzt mit diesem sozusagen krassest möglichen Kontrast, ja, haben wir hier türkische Verhältnisse. Und vielleicht auch, was ist einfach jetzt die Perspektive, wie geht für Sie die Arbeit weiter und wo gucken Sie hin? Diese Frage würde ich gerne noch von Ihnen beantwortet haben. Und dann würde ich sagen, machen wir gemeinsam Schluss und reden weiter. Ja, also ich denke, das Ganze ist eine riesige Chance. Und ich denke, so richtig das ist, dass auf der Bildebene, auf der Gefühlsebene jemand, der Ihre Erfahrung von genau dem 7. Oktober jetzt vor, wie viel waren es jetzt Jahre, vor 28 Jahren hat, dass da Bilder wieder hochkommen, dass jemand, der in anderen Ländern sowas erlebt hat, sagt, das erinnert mich an das und das. So sehr würde ich auch sagen, es ist genau das Gegenteil. Meine Grundphilosophie ist, Demokratien machen nicht weniger Mist als autoritäre Regime. Da passieren nicht weniger Skandale als in autoritären Regimen. Und das war ein Skandal, dass da 32 Kolleginnen und Kollegen Pressefreiheit beschnitten wurde und Berufsverbot erteilt wurde in Hamburg. Es ist ein Skandal, dass Millionen Daten gespeichert sind, die entweder falsch oder rechtswidrig gespeichert sind. Und wir können auch viele, viele andere Skandale. Jeder Fall von Polizeigewalt ist ein Skandal. Wir können ganz viel aufzählen. Die Unterscheidung von autoritären Regimen ist, wie wir damit umgehen. Und da sind wir im Grunde dabei zu zeigen, dass wir gerade da uns unterscheiden, und ich habe oft nur mit ausländischen Journalistinnen und Journalisten zu tun, die uns um das beneiden, was wir hier haben. Wir haben eine freie Presse, die da ohne jeden Druck, und das kann ich wirklich ganz persönlich sagen, nicht Staatsfunk sind, sondern im besten Sinne öffentlich-rechtliche Rundfunk sind. Das sage ich mal den Kollegen des Spiegels in diesem Fall. Keiner hindert mich daran, hier weiter zu bohren, wenn ich mich mal ein, zwei Tage aus meiner normalen Arbeit Außenpolitik zurückziehe, sagen sie, mach mal weiter, das ist spannend. Wir haben funktionierende Gewerkschaften, die sofort den Kollegen Rechtsschutz geben. Wir haben eine funktionierende Zivilgesellschaft, die eine Idee, dass man eine Ausstellung macht, aufgreift und einen Saal füllt. Sie sind alle Teil dieser funktionierenden Zivilgesellschaft. Wir haben funktionierende Gerichte. Ich bin hundertprozentig sicher, dass keiner der Diskreditierungen, die jetzt vor Gericht gehen, Bestand haben. Da bin ich ziemlich sicher. Also alles, was ich von den Juristen höre, kann man da sehr vertrauensvoll sein. Und wir haben eine funktionierende Politik an der Stelle immer noch. Es hat eine zweistündige Sondersitzung des Innenausschusses gegeben, in der Phase, wo der Bundestag eigentlich längst aufgelöst war. Zwei Stunden haben die das BKA gegrillt an der Stelle und haben ihnen einen Fragenkatalog mit auf den Weg gegangen, dass das weitergeht. Das ist jetzt nicht zum drauf ausruhen, wenn wir jetzt sagen, toll, haben wir gut gemacht. Sondern das muss jetzt so weitergehen, und zwar nicht empört, sondern zielorientiert. Ich hatte Lust daran, so lange weiter zu bohren, bis genau die Stellen, die ich beschrieben habe, nämlich dass auch normalen Bürgern ganz vieles in den Dateien drin ist, was da nichts verloren hat, bis das so thematisiert ist, dass die Datenschützer ihr Ziel erreicht haben, nämlich dass es mal eine Generalrevision der Datenbänke gibt, wie es in kleineren Formen schon vor einigen Jahren mal gab. Einige Dateien sind schon mal ausgemistet worden, da sind 90% der Einträge gelöscht worden. Wenn es den politischen Willen gibt und wenn es ein weiteres öffentliches Interesse gibt, ist das nicht ausgeschlossen, dass infolge dieses erstmal kleinen Skandals, der große Skandal so thematisiert ist, dass es so eine Generalrevision da auch geben wird. Das wäre für mich eine konkrete Perspektive zu sagen, da haben wir Medien unseren Job, da haben die politischen Parteien ihren Job, da haben die Gewerkschaften ihren Job und jeder von ihnen hat auch einen Job und kann dazu beitragen, zum Beispiel mit so einer Datenauskunftsanfrage. Und wenn wir das als Zivilgesellschaft weitermachen, dann unterscheiden wir uns genau von der Türkei, unterscheiden wir uns genau von der DDR, unterscheiden wir uns genau von Polen, wo es das alles nicht mehr gibt. Wir unterscheiden uns von den USA, wo es das alles nicht mehr gibt. Wir unterscheiden uns auch in Teilen von Frankreich, wo es auch einen Ausnahmezustand gibt. Und mir ist das zu kostbar, dass wir diese Möglichkeit noch haben, um sie klein zu reden. Ich will eher sagen, das ist jetzt eine Chance, und dann lasst es uns auch nutzen und jetzt dranbleiben.